17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Sprecher beider Großparteien beschuldigen einander, mutwillig Sozialpartnerschaft zu gefährden. ÖVP lehnt Steuervorschläge des Gewerkschaftsbundes ab, soweit sie Belastungen und Steuererhöhungen vorsehen. Frauendemonstration in Wien für Recht auf Selbstbestimmung und gegen Diskriminierung der Frau in Ausbildung und Beruf. Bundespräsident Kirchschläger nimmt erstmals an Gedenktreffen der sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich teil. Also, wo sind wir stehen geblieben, Tina? Nee, beim Alexander den Großen. Na? Ja, wer soll noch jetzt einen Aufsatz darüber schreiben? Na ja, so gut, nur so schreibt den Aufsatz. Na ja, das ist nicht so leicht. Nein, es wäre nämlich leicht, aber es ist doch nicht leicht. Nein, das ist wunderschön, diese philosophischen Ausführungen. Also, was ist leicht und doch nicht leicht? Naja, ich habe nicht einen Film im Fernsehen gesehen. Über den Alexander, ja. Der Richard Burton war das, glaube ich, und er hat seinen Bruder umgebracht. Naja, du bitte, also das kommt leider bei diesen Großen in den feinsten Familien vor. Ich bin ja schon froh, wenn du so fein sagst, umgebracht und nicht abgemurkst. Gut, aber bitte, also ist dir das mit dem Alexander jetzt einigermaßen klar? Na, ich glaube schon, ich werde das Ganze jetzt einmal ins Reine schreiben. Ja, schreib's ins Reine. Es muss schön sein, wenn man nicht mehr in die Schule gehen braucht, wenn man schon alles weiß. Ja, aber stell dir vor, woher sollst du denn alles wissen, wenn du nicht in die Schule gehst? Nämlich, du lernst ja nicht für die Schule, mein Kind. Du lernst nicht einmal für die Eltern, sondern fürs Leben. Nein, nicht einmal fürs Leben. Du lernst ausschließlich für dein eigenes Interesse, für dich selber, mein Kind. Denn das, was du da drinnen hast eines schönen Tages, das kann dir keiner mehr wegnehmen. Ja, außer wenn du dann schon so alt wirst, dass dich dann der Altersblödsinn plagt. Aber da hast du noch einige Zeit dazu. Oh, Moment, Leute. Wenn wir sehen, wer uns heute hier das Vergnügen macht, falls er es ist. Ja, wir sind's. Der Frühling ist da. Servus. Die Gretel kommt mit einem kleinen Geschenk. Draußen. Die Haarpracht sprießt wieder bei mir. Siehst du es da? Wachst ja, sicher. Ja. Die Sonne. Na, für dich ist ja Föhn ein gemiedenes Fressen. Ne? Ja, Föhn, wirklich, muss ich das sagen. Es gibt ja viele Föhn, Leute, die leiden unter dem Föhn. Also für mich ist das direkt ein Elixier. Ach, weißt du, warst immer besonders munter. Schau, was ich mitgebracht habe. Einen fürstlichen Morgenstrudel aus Mitra. Mhm. Morgenstrudel muss ich zu dem sagen. Haben wir früher gesagt, ne? Haben wir gesagt immer? Also, Morgenstrudel. Wenn fühlt sich beim Guido geht wirklich die Liebe durch den Morgen. Ja, auch ein wenig. Guido, wirklich, also es ist nicht schön von dir. Ach, erstens bitte. Einmal weißt du, dass ich Diät halten will. Ja, denn ich muss auf meine schlanke Linie aufpassen. Zweitens, Zucker soll ich schon gar nicht anrühren. Und daher, bitteschön, der ganze sicherlich ausgezeichnete Morgenstrudel. Ja, also von dem habe ich einen wirklichen Tinne. Wenn du diesen ostgotischen Ausdruck noch kennst. Ja, den schon mal gern. Also erstens habe ich einen zweiten Morgenstrudel mitgebracht. Ja? Und deshalb kann der Herr Sektionschef nicht sagen, dass er einen Tinne davon hat. Zweitens habe ich ihn mit Süßstoff gemacht, weil das für Guido auch besser ist. Denkende Frau. Und drittens werde ich jetzt in die Küche gehen, gern der Kaffee kochen. Und fünftens werde ich der Busserl auf die Nosen gehen. Das ist ein Scheiß. Du gehst Kaffee kochen? Okay, ja. Nee, du wirst doch nicht. Apropos Kaffee, was ist mit den Kindern? Wo sind die Kinder? Du, die schon Dina, da. Die Dina ist da. Und die beschäftigt sich mit Alexander dem Großen. Oje. Der Bub ist, glaube ich, noch unten, der muss unten büffeln. Der beschäftigt sich mit irgendwas. Mit Büffeln auf jeden Fall nicht. Komm, ja, du, da müssen wir aber noch Schokolade machen für die Kinder. Die Kinder, ja. Unbedingt. Ja. Kaffee machen und Schokolade. Eine feine, schöne, gut. Dicke. Ja. So, ja, so. Ist gleich neben der Tür, wenn Sie so. Ja. Und ich zeig dir dann alles. Aber nein, ich bin in jedem Haushalt zurecht. Denn logischerweise haben alle Sachen in allen Küchen einen ähnlichen Platz. Ja, liebe Frau Gretel, also da würde ich nicht so todsicher sein. Wieso? Denn wie ich meine liebe Hilla kenne, die ist so originell, so unorthodox, die hat sicher alles ganz anders angeordnet. Nicht umsonst habe ich gesagt, ich zeig dir alles, wo es geht. Ich finde schon zurecht. Na komm, gut. So, da.
Ja, ist das? So, haben wir's? Ja. So, und ist wir, so wir gehen dabei. Im Butter und wir gehen hinein. So, ah, ich freue mich. Weil Samstag bin ich bei dir. Dankeschön. Aber ich bitte dich so, jetzt haben wir aber hier. Servus, Puppi, wie geht's dir denn? Was macht so. Alexander der Große? Er hat's auch nicht gern gehabt, wenn er gestört wird. Noch ein Pussy. So, dankeschön. Ja, störe ich dich? Nein. Nein, nein. Der hat alle abgemurkst, wenn er gestört wurde. Ja? Der Alexander der Große. So, das lernen Sie jetzt, dass er alle abgemurkst hat. Ein grausamer Mann. Wenn er gestört wurde, das hat er... Apropos gestört, was spricht die Hila? Ich nehme doch an, dass du gestern dort warst. Na, selbstverständlich, weil gestern bei ihrem Burmeland. Du, gestern hat sie bekommen eine Lymphdrainage. Ist das? Das ist irgendwas, da wird was massiert oder so. Mhm. Ich meine, bitte, ich halte nichts davon, aber bitte von mir aus. Du suchst ja immer aus, an was du glauben willst. Du, ich hab wirklich gedacht, mit Akupunktur hast du es operieren lassen wollen, aber sie hat sich geweigert. Na ja, schau mal gar. Du suchst ja nur das aus, was du brauchst, was du magst. Nein, du, an die Akupunktur glaube ich ja wirklich. An das andere, also da glaube ich. Aber bitte, die Hauptsache ist ja, dass die Hila dran glaubt. Das ist das Wichtige. Ja. Apropos, du, sag einmal, wie ist es mit dem Rauchen? Jetzt wirst du lachen, mein lieber Guido. Zum Unterschied von dir, der du dir schon wiederum so eine Zigarren anzündest. Gerne. Die Hila raucht seit Wochen überhaupt nichts mehr. Ist das denn wirklich? Ja. Sie geht höchstens einmal abends auf ein Achterl zum Heurigen. Aha, Achterl geht's zum Heurigen? Ist das erlaubt? So, dort ist gar nichts verboten, das ist ja keine Strafanstalt. Na, gar nichts ist verboten, hat er schon. Nein, nein, geht mit ihrem Schwarm da, mit diesem Schauspieler. Ja, ja. Ah, von dem haben Sie. Schauspieler. Ja, ja, Schauspieler. Weißt du, ich habe ja den noch nie gesehen. Es ist also ganz eigenartig. Nie ist der da, weil ich habe eher den Verdacht, sie versteckt ihn vor mir. Ich habe gehört, der macht Spaziergänge am Neusiedler See. Vielleicht ist er ins Schild gefallen. Ja. Verstecken tut es ihn vor dem? Oje, oje, das ist ein grässlicher Verdacht. Komm, bitte. Ich habe da mal einen Film gesehen. Ja? Da hat auch immer eine Frau ihren Mann in einem Kasten versteckt. Ich meine, ein Herr, der ist immer gekommen. Und wenn dann der Mann gekommen ist, dann hat sie ihn versteckt. Ah, wenn der Mann gekommen ist. Sag einmal, wo lernst du solche Sachen? Das kommt von diesem ewigen Fernsehen. Schau, ich verstehe gar nicht, dass dich deine Mutter so viel Fernsehen anschauen lässt. Na, aber herum sehe ich doch viel mehr fern. Du drehst ja spätestens um 6 Uhr den Fernsehapparat auf. Ich verstehe nicht. Fernsehapparat. Naja, also mein Kind. Ich freue mich, dass du dich also mit dem Alexander dem Großen da hier so beschäftigen musst. Das ist sehr löblich von ihr. Schau, Franz. Verstecken, nicht? Verstecken. Ich sag es. Ja? Das mit Verstecken. Schau, die Oma will den Opa schonen. Denn vielleicht ist dieser Schauspieler, horrible Schnickdu, Dickdu, wollte ich natürlich sagen, ein schöner Mensch. Und da will sie den Opa nicht kränken. Ne? Warum soll mit den Kindern nicht die Wahrheit sagen? Du bist wirklich ein alter Depp. Danke. Der Opa ist doch selber ein schöner Mensch. Ja, bitte, jetzt hast du gehört. Ja. Aus Kindermund spricht die Wahrheit. Ja. Ja, ja, ich weiß. Die Jugend hat noch keine Vergleichsmöglichkeit. Nicht? Später in den anderen Jahren, in den späteren, da kommt das schon, wird sich ändern. Mhm. In ein paar Jahren schaut der Opa vielleicht so aus wie du, Onkel Guido. Ah, da ist er. Danke. Jetzt habe ich es. Danke, das ist ein sehr freiliches. Und wie schaue ich aus? Ich bin schön. Ja. Ja, schon der Nestroy hat gesagt, die schönste Bildung ist die Einbildung. Guido? Ja, bitte, hier Guido, bin ich. Guido, Guido. Hier bin ich, mein Täubchen. Ja? Ich fliege zu... Geh bitte, sei so lieb und steh das Tablett mit Mondstrudel auf den Tisch, ja? Mondstrudel, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Ein Moment, bleib so. Was ist denn? Schau's an, schau. Wie ein Bild schaut's aus. Eingerahmt von der Durchreise. Also bitte, Dankeschön. Bin mit Strudel. Was? Jawohl, ich bin so freundlich. Der Kaffee ist auch gleich fertig. Fein, du bist der Schnellzug. Schokolade auch. Du bist der Doppelschnellzug. Wieso? Ein Tee. Immer. Du tschuckst dir die gerade. Servus. Das ist der Mund. So. Bitte. So. Ja. Ist der nicht schön? Ne? Nein, nein, nicht, dass ich hier. Ich bin ja nicht parteiisch. Schau dir das an. Da hier. Zwei Zibeben. Ah. Wie? Das schaut direkt aus. Schau mal. Wie? Ich greif's mit der bloßen Hand an so gut. Wie ein menschliches Antlitz. Schau, die zwei Zibeben, das sind die Augen. Schau, der Mondstuhl, der lacht einen direkt an, ne? Ich sehe ihn zwar nicht lachen, aber haben möchte ich trotzdem gern was. Moment, bevor du zugreifst. Gut, okay, ja, gib uns die Sachen rüber, da du kriegst und so. Wird gemacht, ich bin zu deinen Diensten. Natürlich, Kaffee kommt, Schokolade kommt, ganz dick, wunderbar, und da wird gewartet, ja? Disziplin.
Moment, komm. Zeig einmal deine Hand rund. Aber, Tina. Na, bevor wir jetzt hier mit den Händen den Monstrum essen, dann gehen wir mal zuerst die Hände waschen. So eine Idee. Ins Badezimmer. Aber, du gehst sowieso dann durchs Arbeitszimmer durch, ruf den Tommy an, er soll auch raufkommen, es ist so viel Monstrum, und da kann sich an der Jause doch mitbeteiligen. So eine Idee. Ja, werde ich machen. Na? Machst du, sag einmal, Bubi, was ist denn eigentlich mit deiner werten Mutter, mit der Elfi, wo ist die denn? Ich danke schön. Die ist jetzt in Budapest und redet mit einem Verlag. Die kommt jetzt heute am späten Abend zurück. Schau dir das an, die Kinder, die sind direkt manchmal vollweise. Na, ich hab doch den Opa. Eben. Das ist ein kluges Kind. Ein kluges Kind, okay. Ein raffiniertes Ding. Literati da oben und da sie hat den Opa. Literati da oben und da. Aber nein, sie hat ihn gar... Schau. Bitte. Nicht draufkommen möchtest. Na, weil dem Onkel Gude seine Grete dir den lachenden Mondstrudel mitgebracht. Ja, einen großen Teller voll. Du kannst ruhig dein Popkonzert unterbrechen. Also erzähl mir nichts von Arbeiten. Ich hör's doch. Bei dem Lärm kann doch kein Mensch nachdenken. Ja, Frauen sind zu dumm dazu. Du bist ein blöder Depp. Wenn es nicht gleich kommt, setze ich den Mondstrudel alleine auf. Selber auf. Servus. Ja, gerne. Und du zwei. Auch zwei? Ich bitte dich auch. Du, ich war gestern, wieder einmal mit der Hilla zusammen Mittagessen dort. Und mich hätte wahrscheinlich das letzte Mal dieses Essen dort nicht so sehr loben sollen. Wieso? Denn warum? Diesmal, du. Was war denn? Du, da ist erschienen ein Stückel Fleisch, klein, so weißt, so ein bisschen, nur so groß. Ja. Und das hat sich noch versteckt hinter einem Salatplatte. Das hat sich also direkt gefürchtet. Und das war ein Vogelsalatplatte. Also kannst du dir vorstellen, wie klein das ist. Na, Diät eben. Ja. Hast du überhaupt die Kraft aufgebracht, hast zu uns zurückzukehren? Du, bitte, ich bin das gewohnt. Ich bin mir ein bisschen allerdings vorgekommen wie das Schneewittchen. Wieso? Ja, so gierig war ich. Ich habe die ganze Zeit eigentlich fragen wollen, ja, wer hat denn von meinem Tellerchen gegessen? Das waren die Zwerge, die haben gefragt. Ei, Schneewittchen, weil du so schön bist. Ja. Naja, aber gefressen hat das Schneewittchen. Ich glaube, das kann ich mich nur erinnern. Jawohl, entschuldigung. Gegessen, gespeist. Grüß Gott. Servus. Servus, Tommy. Grüß Gott, Tommy. Servus. Freut für dich, Servus, Bube. Setz dich, ein Monstrudel. Monstrudel. Außer Konkurrenz. No, junger Herr. Kann das sagen? Was macht die Matura? Kann das sagen? So viel gearbeitet wie heute, aber schon lange noch. Aber? Ich habe richtige Angst vor dieser Mathematik-Matura. Dieses Stoffgebiet ist so umfassend. Was für ein Gebiet? Stoffgebiet. Ah, das Stoffgebiet. Ein Textilmatura. Wissen Sie eigentlich schon, was Sie werden wollen, Tommy? Ja. Na? Naja, ich will... Oje, liebe Frau Gretel, das ist ein noch viel umfassenderes Gebiet, was er alles werden will. Das ist gar nicht wahr. Was? Ich weiß seit einigen Wochen ziemlich genau, was Sie werden. Na? Aber das ist eine Überraschung. Ja, nur habe ich es meinen Eltern noch nicht gesagt, weil ich nicht ganz weiß, wie sie reagieren. Also, entsetzlich. Aha. Was hast du denn jetzt wieder für einen Beruf ausgedacht, dass deine Eltern, die ja sowieso schon Kummer gewöhnt sind, noch zusammenbrechen werden darüber, was du werden willst? No? Naja, ich weiß nicht. Also ich finde den Richterjob nicht als entsetzlich. Bitte? Ja, ich möchte Richter werden und Jus studieren. Ja, um Gottes Willen, Tommy. Du wirst mir in jungen Jahren normal. 1:0. Das ist ganz abnormal. Ja, bitte, du wirst Richter werden. Na, hast du auch schon erkundigt, was man da alles machen muss? Ehrlich, ich bin einmal draufgekommen auf die ganze Sache.
weil in letzter Zeit so viel über die Richter geredet wurde, mhm, und vor allen Dingen, also dass ein Richternotstand ist, dass es so wenig Richter, mhm, gibt und so. Und darauf hinauf habe ich mich erkundigt und da hat man mir gesagt, dass zuerst das Jus-Studium ist, dann 3,5 Jahre Richteramtsanwärter, mhm, ja, und dann wird man Richter, kriegt man einen Posten als Richter. Na, das ist ja großartig. Du, wenn du dich jetzt also für Jus so interessierst, so... Na, da möchte ich dir gleich einmal eine Frage stellen. Na, wie würdest du denn zum Beispiel als Richter darüber urteilen, über diese Jugendlichen, die da in der vorigen Woche in Wien, ja, diese Krawalle gemacht haben? Ja, sehr richtig. Du, also ich möchte ehrlich sagen, ich bin da sehr, sehr wenig informiert. Aha. Grundsätzlich kann ich dazu nur sagen, dass ich eigentlich die Gewalt verabscheue. Also ich bin gegen die Gewalt, die ja, da immer gemacht wird. Das ist ja immerhin schon ein sehr erfreulicher Standpunkt, dass du also gegen die Gewalt bist. Denn, lieber Tommy, das kann ich da wirklich aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung sagen, Gewalt hat immer wieder nur Gegengewalt erzeugt. Ja, das bringt, ja, nichts. Das bringt gar nichts, ja, nicht wahr? Und wenn da gelegentlich so manche sagen, na ja, man soll doch die Jugend austoben lassen, du, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Wir ja, alle, Guido, mm, na, wir haben auch unsere Streiche gemacht, ja, und wir haben auch Blödheiten ja, gemacht. Und wir haben vielleicht auch manches gemacht, was also hart an der Grenze des noch Legalen war. Ja. Aber das Eigentum anderer Leute zerstört, was kann denn ein völlig Fremder dafür, dass plötzlich also irgendwelche genau, Horden herumziehen, ja, die also ihm die Fensterscheiben einhauen, ja, die ihm das Auto das ruinieren. Das sind ja, unter Umständen arme Arbeiter, die sich das mühsam zusammengespart ja, haben. Und dann kommen die und hauen ihm's zusammen. Aus Hates oder was? Ja, 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 ja. Nur weil sie sich nicht artikulieren können. Naja. Wie gesagt, ich bin da nicht informiert. Ich, naja, ich ergreife keine Partei. Richtig. Du wirst natürlich, wenn du dann einmal wirklich Richter sein solltest, na, musst du dich dann einmal mit all dem beschäftigen, aber du hast wirklich ja, nur ein bisschen Zeit dazu. Aber ja, du, das ist das eher ein Thema. Nicht lieber ein bisschen Musik. Natürlich, das ist eher ein Thema für einen Club 2 und nicht für uns hier. Aber bitte, ja, mach mal ein bisschen Musik. Ja, Tommy, ja, das ist genau das, wo ich dich bitten würde, wenn es irgendwie geht. Solange ich noch da bin, nicht wahr? Kannst vielleicht irgendwas spülen, weißt du, was nicht so passt. Dass wir auch ein bisschen mitmachen Glieder können. Glieder ja, eingerichtet ist, sondern wo man so zuhört, ja, wo man eine gewisse Melodie heraushört. Ja, ja, ja. Wer Schauen. Sucht, der findet ja, eine Melodie bei uns. Was ist? Moment, das reicht schon. Erwarten Sie noch jemanden? Ich erwarte eigentlich niemanden. Das ist aber bitte, jetzt hat der Franz so wenig vom Mondstuhl gegessen. Ja, das sollst du nach, bitte. Ja, ja, ich werde es nachholen, ich will. Bitte, was wird schon sein? Dann will ich nachschauen. Verschlucken. Buenos dias. Guten Tag. Sie müssen entschuldigen, sprechen nicht sehr gut Deutsch. Haben Sie Vergnügen mit dem Sektionschef Francesco? Ja, ja, also das Vergnügen haben Sie, werter Herr. Ich mache Sie ja, darauf aufmerksam, was immer Sie mir erklären, ich kaufe nicht. Muss er nicht erklären, aber ich gleich erkannt, dass er mich überhaupt nicht fand. Bueno, para nosotros es una tragedia, pero para el mundo es una catástrofe. Seien, wo ist der, wo, wie geht der Hila? Moment. Hila, nu! Kurt? Ja, Kurt, der Bueno! Ja, du, ich hab dich ja seit vielen, vielen Jahren nicht nur nicht gesehen, sondern auch gar nichts mehr von dir gehört. Ein bisschen älter geworden, ne? Ja, ja, und wenn das war, die Stimme war mir bekannt, aber der merkwürdige Akzent... Nur siehst du, darf ich? Darf ja, aber natürlich, ich, komm herein. Darf ich Hut liften bei dir? Ja, leg diesen prachtvollen Hut. Nein, es ist wohl das neueste Modell. Du sag, wie geht denn Hiller? Ich habe dir viele Jahre nicht gesehen. Du, danke schön, der Hiller geht's ganz gut. Sie, das heißt, ja, sie war krank, aber es geht ja schon besser. Sie ist jetzt nicht hier, weißt du, sie ist auf Kur. Ja, so circa, also mein Auto ist circa eine Stunde zu ihr. Ich habe meine Wagen nicht hier. Ich fahre Rolls-Royce, nicht? Type Silberkrone, die ist Marke 4700, aber ist momentan in Reparatur, nicht? Ja, ist in Reparatur. Von der Familie ist im Augenblick nur der Guido da. Und ich kann mich nicht erinnern an die Kinder. Aber Guido, zuerst einmal der Guido. Und der Onkel Guido, Deinen Bruder wirst du dich noch... Oh ja, I know, der Bruder. Mit seiner alten sehr Freundin. Interessant. Ja, die Kinder vom Ernst, die sind auch da. Und die Kinder, von kann mich nicht erinnern. Wie sind die Kinder zu mir? Sind die Neffen, sind die Nichten oder wie? Großer Irrtum, Kurt. Ja.
Die sind zu dir Großneffen und Großnichten. Oh, Groß ist nicht gut. Großvater, Großmutter, Großbaustelle, nicht gut. Ja, 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 mein Vater, das hat er nur Sputter. Ja, 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 komm da rein. So, ich bin sehr. Encantador! Buenos dias! Buenos dias! Ja, da werden wir aber jetzt schauen. Nein, ihr habt natürlich keine Ahnung, wer das ist. Nein, das ist der Bruder von der Hilla. Nein, Dirio, nein. Pardon, pardon. Er ist so boxen. Signora, nini, das ist die Frau Monstrudel. Das ist die Frau Monstrudel. Meine liebe Gretel. Und ich bin so der Guido. Darby, Darby. Sag mal, sie, nicht sie, du. Servus, er ist so braun, er ist boxen. Die Kinder von Ernst? Jawohl! Ich wusste gar nicht, dass Ernst so große Kinder hat. Bitte? Mein lieber Kurt, das sind die kleinen Kinder vom Ernst. Wenn du erst die Niki sehen wirst, die ist schon heiratsfähig. Ja. Wo ist denn die Ernste? Ist Ernst schon in hier? Nein, der Ernste ist nicht hier. Der Ernste, der ist nämlich Computerfachmann. Und der ist jetzt auf einem Seminar in Erlangen, aber in ein paar Wochen ist er wieder da. Computerfachmann ist gut, ein gut Computerfachmann, trocken, keine Beruf für mich. Zweimal zwei, die fünf, die auch. Keine Witz. Darf ich hier? Na ja, natürlich. Hast du alle Kaffee? Ja, wenn Sie haben Strongdrink, Kognak. Schlimmung ist unter Rocks. Ja, Kaffee? Bitte, Tommy. Und der Cognac, haben die Cognac? Ja, ja, bringt Cognac. Aber ein Hausmonstrudel, das darf ich nicht. Hast du so Nockel? Nein, ist dran. Und wie gut hast du redest du ausländisch? Von wo kommst du? Ich habe, lieber Amigo, ich habe gelebt die letzten Jahre in Südamerika. Gibt es kein Land, wo ich in den letzten Jahren nicht gelebt habe in Südamerika? Ich war in Feuerland, Bolivien, Paraguay, Venezuela, Brasilien. Du wo die Zikanen herkommen. Nun habe ich lange gelebt in den Norden von Amazonas, in dem Gebiet von den Knatopec-Indianern. Knatopec? Tschechische Indianer? Ja, die bekannte Brinner Forscher, Vladimir Knatopec, hat geforscht in auch Amazonas-Gebiet und so in den Norden. Ich war dort in dem Gebiet, in dem Reservat Knatopec-Indianer. Benannt nach dem. Das ist schön. Das ist ein sag, Kurt, und wenn du schon so überall in Südamerika warst, in Peru warst du gar nicht. Ich war in der letzten Zeit in Peru. Ja. In Peru? Ja. Ja. Ach, das ist ein Traumland von mir. Das möchte ich gern hinfahren. Das ist ein interessantes Land, das ist sehr anstrengend für das Klima. Nicht? Sehr hoch, nicht? Die Luft. Ah, schöne Luft. Ja. Es ist sehr hoch. Ist das dort sehr heiß? Ja, es ist sehr heiß. Sau, ich werde es erklären. Sau? No, es wird Sau erklären. Aha, ich verstehe. In vorn an die Küste, ja, ist ein Gebiet 50 Kilometer, 100 Kilometer, sehr heiß. Mhm. Die Palma rund. Und dann kommt Anden, nicht? Ist sehr hoch, nicht? 2000, 4000, 6000 Meter hoch. Ist so wie große Glockenberg, nicht? Große Glocken. Und dahinter Amazonas, nicht? Amazonas, Knatopec, Indianer und so weiter. Ja. Du, mein lieber Kurt, apropos heiß. Yeah. Weißt du, die Hilla, die hatte schon ein paar Mal eine sehr heiße Sehnsucht. Yeah. Dich wiederzusehen. Die hat das sogar übers Außenamt versucht, aber... Hätte keinen Zweck gehabt, weil ich war ohne Kontakt mit Außenamt. Ach, schrecklich. Vollkommen kontaktlos. In der Welt, wie hält man denn sowas überhaupt aus? Naja, wenn man muss, nicht. Ja, also ich meine, um mich herum, nur Mauer. Mauer. Ja. Rechts aber Mauer, links Mauer, vorn Mauer, hinten Mauer, alles Mauer von wie. Ja, das ist sehr interessant. Sag mal, und warum musstest du denn dort sein? Ich habe gearbeitet sehr lang für die Vermessungsinstitut. Die Vermessungsinstitut. In Südamerika, amigo, sehr viele Gebiete, das Grün, die Dschungel und so, alle Sachen. Und dann viele Gebiete are weiß, noch nicht erforscht. Und dort waren viele Jahre. Und habe auch so, habe gejagt sehr viel, was hier, Money, you know Money, das ist der Money. Krokodile. Aber nein, die immer so entspannt sind. Was das siehst, in der Kettenstraße, ne? Ja, die Tasche. Ist Krokodile, gejagt, ne? Gibt es dort viele Krokodile? Sehr viel. In Südamerika wurde hinter das Krokodil. Rechts Krokodil, links Krokodil, überall Krokodil. Ne? Schrecklich, da bleibe ich lieber in Österreich. Ja, in Österreich auch Krokodil. Mehr Krokodiltränen. Für Frau in Südamerika nicht gut.
Nee, gut. Wenn du bis 17 strong, Clement. Ich verstehe dich. Kanato Peter. India. Aber eine Frage hätte ich diskret. Sage, gut. Hast du eine Frau? Ich habe eine Frau gehabt, wie ich war in Mauern, ja. In Malange, sagte Mauern. Ist gegangen mit meinem Freund Alberto Latuada away. She was going away, said the English. Dubai. This is my friend, and he took the money, the Geld hat sie mitgegeben. She took the money with her. Aber nein, das Geld hat sie auch mitgenommen. Ja. Das Geld, das du also bekommen hast für diese große Diele. Und mein Haus hat sie verkauft. Ja. Lieber Kurt, ich erinnere mich jetzt, ich habe noch irgendwo ein altes Foto, wo du und die Hilla drauf sind. Das werde ich jetzt einmal suchen. Und der findet es auch, der Franz, der hat eine Ordnung katalogisiert. Ja. In mein Haus, ne? Ja. Richtiges Buch. Meine Mutter, sagen. Ja, greif nur zu. Die Strudel ist wunderbar. Bravo. Aber du brauchst gar keine Angst zu haben. Selbstverständlicherweise blamiere ich ihn nicht vor den anderen. Nur, was er da wiederum für Geschichten erzählt. Also der Münchhausen, der muss es im Grab noch leid tun, dass er nicht die Fantasie gehabt hat von deinem lieben Bruder. Ja, ich weiß schon. Du liebst dieses schwarze Schaf der Familie, ja. Ja, bitte, ich gebe zu, er hat Charme. Bitte, das muss ihm der Neid lassen. Aber wie er diesen Charme ausnutzt, also ich bin überzeugt, dass er da drinnen schon wiederum mit dem Guido und mit der Frau Gretel nicht weiß schon wieder was aufhört. Irgendwas oder Dollar oder Pris Cruceros heißt no, das? Ja, bei Crucero, aber das ist sehr schwer. Ne? Und das Leben hier ist sehr, ich muss das sagen, sehr teuer. Ja, aber. Und es ist für mich nicht immer leicht. Ne? Das ist die brasilianische Landeswährung, wenn ich mich erinnere. Stimmt das? Ja, das ist die Auf Dollarbasis machst du das Transfer oder was? Nein. Und ich bin also hier und bin also die Repräsentant von der Firma. Und das ist alles sehr teuer. Ich bin oft hier wirklich ohne Geld. Aber Geld. Also bitte. Dauert es so lange, die Überweisung? Nur ich muss dir sagen, die Transaktion von Geld, ja, du Südamerika dauert sehr lang. Und bitte, Südamerika, du entschuldigen Sie sich, ich weiß natürlich, wie Sie ja nicht beleidigen, aber wenn ich Ihnen vielleicht aushelfen dürfte. Oh, Signor, ist unmöglich. Aber ich tue es gerne. Du wirst doch nicht knapp sein. Bitte, das kann ich wirklich nicht. Das ist ja ein wenig für so einen Mann wie Sie. Sie brauchen doch das. Sehr nett. Also, Signore Beba, Sie haben so schöne Augen und Ihre breite Mund. Ich will eine Ausnahme so nehmen, ausnahmsweise. Die Gäste. Ich will aber deine Schwabe unterbrechen. Weißt du, du bist, ich meine, bescheiden. Ja, gut, kann ich nicht annehmen. Aber da hast du einen bescheidenen Beitrag. Bitte. Nicht viel, aber. Ja, tatsächlich, von Herzen. Alles, damit er ein bisschen flüssig ist. Seid ihr mir nie böse. Muss ich jetzt rüber wegen die Rhesusaffen. Ja, ich muss rüber. Kleine Minute, ja. Er ist genau. Ja, Hill hat das. Servus, Wiederschauen. So. Tome asiento, por favor. Wie? Tome asiento. ¿Qué quieres, querido amigo? Nada. ¿Por qué no hablas conmigo un poquito español? Has vivido algunos años en América del Sur y no puedes decirme algunas palabras en español. Yo quiero mucho hablar la lengua castellana, de la lengua muy linda, muy hermosa. Has olvidado que yo he aprendido un poquito el español. ¿Eh? Sacamuelas, sinvergüenza. No. Also, Franzi, ich werde ganz vergessen, dass du Spanisch kannst. Entschuldige, bitte, lass mich nicht aufplatzen, das wäre mir so peinlich. Bitte, die Hilla liebt dich. Und da ich die Hilla liebe, naja, also so werde ich dich schon nicht verkommen lassen. Aber eins sage ich dann, wenn du ihre Adresse von mir herausbekommen willst, die kriegst du nicht. Und weißt du, warum du sie nicht kriegst? Damit du sie nicht belästigst. Ich habe sie jedenfalls schon vor dir vorgewarnt. Also versuche erst gar nicht, Geld von ihr zu bekommen. Du kriegst keins.
Apropos, lieber Kurt. Ja. Geld? Bitte. Was denn? No. Na, geh lang. Kurt, sei doch nicht so hart. Kurt. Na, Krise. Du warst jetzt einige Zeit, während ich hier herinnen war, mit denen allein. Da müsste ich dich schlecht kennen, wenn du diese Zeit nicht dazu ausgenützt hättest, um sie um Geld zu erleichtern. Oder sie, oder dir auf charmanteste Art Geld aufdrängen zu lassen. Also, wo ist das Geld? Ja, bist du wirklich so hart zu Ja. Mir? Also gut, wenn es unbedingt sein muss. Da hast du es, ne? Ja, und? Na, was und? Na, das ist ja nicht alles. Was? Zweite Ration, ja? Ja. Das ist eine Notration, Franzi. Ja. Ja, so ein Tausend, so ein Blauer, du. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So. Ja, das dürfte vermutlich alles sein. Denn von den Kindern wirst du ja kaum was gekriegt haben können. Die haben selber nichts. Na. So, und jetzt pass auf, lieber Kurt. Da die Hilla dich so sehr liebt, so bin ich bereit, dir einen Scheck auszustellen. Der Scheck wird immerhin so groß sein, dass du eine nicht unbeträchtliche Zeit davon zehren kannst. Und ich bin darüber hinaus auch bereit, dir einen zweiten Scheck auszustellen. Bitte. Aber immer unter einer Vorbedingung. No. Nämlich der, dass du niemanden von der Familie mehr belästigst, okay, nicht versuchst, jemanden von der Familie abzustieren. Und darüber hinaus noch eine Bedingung, dass du nicht etwa wieder beginnst mit deinen sogenannten Geschäften, wegen denen du ja damals so rasch hast müssen aus Österreich verschwinden. Franzi, ich habe eine Frage. Meine, kannst du mir nicht doch die Adresse von der Hilla geben? Nein, es tut mir leid, die kannst du nicht haben. Sei doch nicht so hart. Ja. Also wie war denn das damals mit deinen Geschäften? Na, was habe ich gemacht? Aber die Leute habe ich glücklich gemacht, das weißt du doch. Aber geh. Okay. Natürlich, aber du brauchst gar nicht so lachen. Nicht? Mein, glaub mir, mein Abgang hat eine große geschäftliche Lücke hinterlassen. Ja, das glaube ich, in verschiedenen Brieftaschen. Okay, nein, was habe ich gemacht? Schau, was, soll ich dir das erklären, wie es war? Schau, ein Meier, nicht wahr? Ein Sedlercheck, wenn er auch reich ist, wenn er eine Villa hat, wenn er Geld hat, wenn er ein Konto hat, wenn er alles hat. Aber etwas hat er meistens nicht. Gesellschaftliche Bürde. Ne? Und Titel habe ich ihm verkauft. Ne? Schau, das ist doch ein Unterschied. Ob einer Sedlercheck heißt oder Dr. Sedlercheck. Ne? Oder Honorarkonsul Dr. Sedlercheck. Oder Dr. Meier. Ne? Das ist ein Unterschied. Ne? Vielleicht ein doppeltes Doktorat von der Universität draußen in Petropolis. Ne? Aber nein, nee? Du, das habe ich noch gar nicht gewusst. Was? In Petropolis gibt es eine Universität. Na klar gibt es eine Universität. Kurt, sei vorsichtig, Petropolis, das ist sozusagen der Semmering von Rio de Janeiro. Ach so? In Petropolis gibt es keine Universität. Also, warst du dort? Das glaube ich. Hab ich Pech gehabt, es gibt in Petropolis eines der scheußlichsten Hotels der Welt. Ich meine, das ist so ungeheuer groß und monströs und teuer, nur ungeheuer scheißlich. Und das heißt Cittadinia. Ah, Cittadinia. Ja. Dort gibt es keine Universität. Naja, aber schau mal. Bitte, lass mich nicht. Dann habe ich halt. Lass mich nicht aufblasen. Zweitwohnungen habe ich verkauft, Inseln habe ich verkauft. Zweitwohnungen hast du verkauft? Wo? Im Waldviertel? Nein, nicht im Waldviertel. Du weißt, drüben, nicht, wo die Leute alle hinwollen. Nicht schöne Inseln, Meer umrauscht, nicht, mit Palmen, Sonnenschein. Und die Leute waren begierig und verkauft. Moment, hast du vielleicht bei der Gelegenheit dann vielleicht auch noch Meerwasser in Flaschen abgefüllt und als Heilmittel verkauft? Moment, das ist gar keine schlechte Idee. Das ist gar keine schlechte Idee. Da lass sie was draus machen. Nein, aber ich bin kein Wunderheiler. Das habe ich nicht gemacht. Die Leute waren sehr glücklich. Nicht? Waren sie ja schon glücklich, dass sie Inselbesitzer sind. Haben ja gar nicht gefragt, was, wo die Insel ist. Inselbesitzer, Doktor Honorarkonto, Sedlercheck. No? Schlecht? Wunderbar. Na, und dann sag einmal, mein Lieber, und wenn du so diese Inseln verkauft hast, da sind die nie hingefahren? Na ja, nur Pech habe ich gehabt. Na, einmal ist einer wirklich, hat geschaut, nicht, was los ist, ist hingefahren, ist draufgekommen, dass da nichts ist. Das war ein militärisches Sperrgebiet, die Insel war gar nicht erreichbar, nicht, ist zurückgekommen, großer Aufstand, nicht wahr? Rechtsanwälte haben gut verdient und ich nicht, bin also Adio Österreich. Dass es dann Österreich so rasch als möglich verlassen. Du weißt, wie hart das Leben ist. Ne? Ja, ich weiß, wie hart das Leben ist. Nur Kurt, dann im Ausland, da scheinst du aber auch, hast du dort auch irgendwelche Titel verkauft? Oh, hab oder ich hast nicht. Du hab Ländereien ich verkauft, die es nicht gibt und so weiter? Ja, du, dann musst man aber erklären, wieso du ja nach eigener Aussage, du hast dir das vorhin so wunderschön erzählt,
Da hast du uns doch erzählt, dass du also hinter Mauern eine Zeit lang verbracht hast. Hast dann erklärt, also das sind die, die dichten Mauern des Urwalds. Ja. Naja, ich fürchte, also da waren noch andere dichte Mauern als die vom Urwald. Naja, natürlich waren noch andere, ne? Man kannst du ja denken. Aber ja, davon redet der Gentleman. Richtig, reden wir nicht mehr davon. Da würde mich jetzt was anderes interessieren. Weißt du, wie kommt es eigentlich, dass ein so weltgewandter, ein so international bedeutender Mann wie du, dass der plötzlich das dringende Verlangen verspürt, in unser kleines, bescheidenes, verschlafenes Österreich zu kommen? Aber prinzipiell möchte ich dir etwas sagen, Franzi. Also du klagst mir jetzt sehr an, aber sei doch mal ganz ehrlich, horch doch einmal in dich hinein. So ein bisschen, nicht wahr, tut's dir doch leid, dass du nicht mein Leben geführt hast. Ein bisschen über die Grenzen gehen, ein bisschen erleben können, was man will, nicht nur konventionell zu Hause sein. Du hast ein ordentliches Leben geführt, warst immer brav, hast viel erreicht, aber ich habe ein bisschen geschnuppert am Leben. No? Hast mich nie beneidet? Sei ehrlich. Gut. Vielleicht habe ich dich manchmal im Stillen beneidet. Aber wir müssen wissen, jeder von uns muss den Preis für die Art seines Lebens bezahlen. Aber jetzt, du bist mir doch vorhin ausgewichen, wie ich dich gefragt habe, wo du denn derzeit tätig bist und wo du denn überhaupt wohnst. Naja, du, jetzt momentan wohne ich in Attang-Buchheim. Ne? Hab da sehr nette Witwe kennengelernt, sehr, sehr liebesbedürftig, sehr mollig, nicht bei uns, kocht sehr gut, nicht? Hat ein kleines Häuserlein, Familienhäuser, einen netten Schrebergarten, nicht? Und er macht einen eigenen Slivovitz. Wir leben sehr glücklich, nicht? Und mir fehlt halt nichts. Ja, ich hab geglaubt, in Attang-Buchheim kann man nur umsteigen. Naja, da weißt du schon, natürlich, forever ist es nicht, aber es ist sehr nett, ich bin da sehr glücklich. Forever ist es nicht. Naja, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist deswegen nicht forever, weil dort fehlt es ja natürlicherweise an den dir so wichtigen Schlangen und Krokodilen und so weiter. Dort gibt es also nur eine kleine, dumme, vorderhand noch lustige Witwe. Franzi, bitte sei mal nicht böse. Ich muss zum Zug. Na, er kommt jetzt. Bitte? Schwindel? Also, ach, sind schon dran. Ihr habt euch wohl hier schon ein bisschen gelangweilt. Oh nein. Auf Mensch ärgert dich nicht geschmissen habt. Wir haben uns nicht geärgert. Nein, obwohl wir Menschen sind, haben wir uns nicht geärgert. Also Kinder? Also Kindergeschäft ist abgeschlossen, ja. Alle Resusaffen verkauft, für Schöbrunn. Nicht darf ich sagen, adio. Signora, herzlichen Dank, muchas gracias. War eine sehr schöne Beine. Sehr gefreut. Guido, war eine nette Arbeit bei dir. Wiedersehen, Guido. Tina, bye bye. Und Tommy, wiedersehen. Und Kinder, wenn ihr gesund seid, nächstes Jahr kommt alle zu Onkel Kurt nach Rio. Ne? Adio, ne? Adio. Exitus ist hier. Ja, ja, komm nur durch. So. Also, Snipe, ist das ein charmanter Mann? Ja, er ist. Der bringt doch gleich die ganze große Welt ins Wohnzimmer. Da kommt man sich wirklich wie eine Hinterwäldlerin vor. Ja, ja. Man erlebt ja so rein gar nichts. Na, schau, du hast ja jetzt mich. Mit mir wirst du schon was erleben. Du schwindelst. Ich schwindel, das ist wirklich also das. Irgendwas, was der Onkel Kurt da erzählt hat, kommt mir irgendwie komisch vor. Ja, was? Über Südamerika, irgendetwas. Na, weil, ich weiß das nicht. Ich muss ihn fragen. Es kommt da wahrscheinlich Spanisch vor, ne? Ja, so geredet hat er. Komisch, Spanisch, komisch. Hat der Onkel Kurt seinen Mandel in den Stall gestellt? Was sagst du? Das ist so schwindelt. Das geschwindelt, das kannst du doch nicht sagen. Ich möchte dich schon sehr bitten. Wieso? Ja, das ist was anderes. Weißt du, Tina, das ist dieser berühmte Effekt MP. Ja, man probiert. Man probiert. das scheint in der Familie zu liegen, dieses man probiert. Jesus, um Gottes Willen, jetzt hätte ich ja fast vergessen. Der Kurt, ja? Der hat mich, bevor er jetzt da noch hinausgegangen ist, gebeten, ich möchte euch doch wieder dieses Geld zurückgeben, das ihr ihm freundlicherweise zur Verfügung gestellt habt, weil er hat das nicht mehr nötig. Das ist aber sehr ernst. Moment, du schwindelst schon wieder. Oh, Entschuldigung, Irrtum, das war nicht Absicht. Ja, das ist nicht Absicht. Das scheint in der Familie zu liegen. Ja. Ja, mit dem Schwindeln. Du, aber Guido, was anderes, ich weiß schon, du bist kein großer Kinogänger, aber jetzt würde ich dir doch einmal empfehlen,
Weißt, jetzt gibt es schon einen zweiten österreichischen Film, den man sich anschauen der kann. Wäre. Nach dem Schüler Gerber ist das jetzt der Bockerer. Ah, der ist gut? Du, das ist ein handwerklich gut gemachter, gekonnter Film. So. Ich meine, selbstverständlich sagen wir, also diese sogenannten neuen Filmmacher, also die werden das sicherlich ablehnen, denn das ist ein Film, den jeder versteht. Und das ist ja in deren Augen ist das eher bitter. Aber es zeigt doch, und zwar in sehr geschickter Weise, wie merkwürdig sich durch dieses sogenannte goldene Wiener Herz in der ersten Nazi-Zeit gezeigt hat. Da war von goldenen Wiener Herz keine Rede, sondern da sind diese Brier, da sind dann hergegangen und haben auf einmal alle jene Leute, denen sie vorher gar nicht genug kaschulieren konnten, dann waren sie auf einmal mit denen wirklich wie die Bestien. Aber das ist nicht das Entscheidende. Na? Das Entscheidende ist, dass das hier wirklich ein auch sehr gut besetzter Film ist. Also vom Anfang sehr schön inszeniert. Also ich muss da sagen, das kennst du wirklich einmal. Da gehen wir jetzt hin. Führ doch die Frau Gretler mal raus. Zu einer Abendvorstellung. Ja, sparen wir uns Fernsehen. Du, aber im Übrigen, also der Kurt, der hat mich natürlicherweise wahnsinnig an die Zeit erinnert, wo ich einmal drüben war in Brasilien. Ich meine, ich war ja nicht sehr lang drüben, ein paar Monate. So. Aber was man in diesen paar Monaten schon gesehen hat, es ist doch eine völlig fremde Welt. Andere Welt, ne? Es sind Sitten fremder Völker. Ja, inwiefern? Nur zum Beispiel, also eine Krankenkasse in unserem Sinne, die gibt es ja überhaupt. Aber okay. Jetzt sagt man sich natürlicherweise als Europäer, ja, um Gottes Willen, was machen die Armen? Was die, es gibt ja dort drüben wirklich also arme Leute. Ja. Und da habe ich dann drüben gesehen, die haben ein merkwürdiges System. Nämlich deren System besteht darin, die Armen werden von den Ärzten gratis behandelt. Aber geht. Und kriegen sogar von den Ärzten auch noch die Medikamente gestellt. Das ist aber schön. Aber, Moment. Aber natürlicherweise, die Kehrseite der Medaille ist die, die Reichen, die müssen dort drüben für die ärztliche Behandlung wirklich ein Vermögen bezahlen. Also du, das glaubst du nicht. Ich habe mich dort unterhalten mit einem sehr reichen Warenhausbesitzer deutscher Abstammung. Und der hat mir gesagt, ja, lieber Herr Sektionschef, da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie in der Hinsicht geht es uns Reichen sehr schlecht. Also ich habe ihn trotzdem nicht sehr bedauert, weil ich habe gesehen, wie er lebt. Also, der arme Reiche. Er hat genügend gehabt. Aber er hat mir zum Beispiel gesagt, wenn zu ihm ein Arzt kommt, weil er eine Grippe hat oder eine kleine Erkrankung, was glaubt ihr, was umgerechnet in unser Geld eine Arztvisite kostet? Also ein Hausbesuch. Ja, ein Hausbesuch. No. 5.000 Schilling. Nein. 5.000 Schilling. Geht da legst nieder. Ja, weil der muss mitzahlen, was der Arzt dann eben den Armen gratis zur Verfügung stellt. So ungerecht. Na, da du eine andere Geschichte. Da drin. Also, es ist eben wirklich so, wie wir manchmal sagen, sittenfremder Völker. Ja, zum Beispiel, Tommy, weil du doch Jurist werden willst. Ja. Na, also als Jurist, da könntest du einmal da drüben in Südamerika lernen, wie die südamerikanische Justiz ausschaut. Zum Beispiel, ich bin zufälligerweise dazugekommen, wie also auf einer Kreuzung, die mit einer Ampel geregelt war, also grün-rot, sind zwei zusammengestessen. Also der eine, der grün, war natürlich unschuldig, der mit rot war ist hineingefahren. Die Leute, die in dem, es war also kein blutiger Unfall, es war nur Sachschaden, Brechschaden. Die Leute aus dem Auto, das bei Rot hineingefahren ist, raus aus dem Auto und wegrennen. Habe ich zu meinem Bekannten gesagt, was hat das für einen Sinn? Das ist ja, die Nummer ist ja bekannt. Ja, eben. Ich gesagt, das ist ja gar nicht wahr, darauf kommt es ja gar nicht an, sondern das Entscheidende nach der brasilianischen Justiz ist das, bei Autounfällen kann nur der verurteilt werden, der in flagranti ertappt. Okay. Das heißt, wenn die dann zwar ausgeforscht werden, so sagen die, wir waren ja das gar nicht. Ich meine, so, man hat uns das Auto gestohlen, das hat irgendwer benutzt. Ist das du stehst da und hast überhaupt nicht. Der ist auch ein Richter. Unser Name ist Hase, aber Tom, wie ein Reh im Kopf. Ich glaube, jetzt, du weißt, um die Zeit schaue ich immer gern nach, was es also im Fernsehen geben sollte, dreh doch auf das Fernsehen. Ja, schauen wir ein bisschen. Aber wir können ja dann ein bisschen schauen, inzwischen können wir ja noch ein bisschen plaudern. Ja, ist interessant, weißt du, was Sie da erzählen. Das ist sehr, du, sehr sag, wie ist das mit, ich habe einmal gehört, dass in einer Bananenkiste,
wenn man heute von Kobras geht, scheißlich, einmal eine Schlange drin war. Du, das kann Dauer kommen. Ist das, das ist allerdings eine ungeheure Seltenheit. Ja. Aber es kann gelegentlich vorkommen, dass es wirklich. Nun, bitte, darf man ja nicht glauben, dass dort nur lauter giftige Schlangen sind. Ja. Es gibt zum Beispiel zwei Schlangen in Brasilien, die beide auch den gleichen Namen haben. Nur die eine davon ist ungiftig und die andere ist giftig. Das sind die sogenannten Korallenschlangen. Korallenschlangen? Da gibt es die. Das habe ich euch, glaube ich, schon einmal erzählt, vor vielen Wochen. Da hat sie gesagt, dass er dazu hat. Aber das ist das mit den Ohren. Wenn man in die Augen schaut, haben sie eine runde Pupille, dann sind sie ungefährlich, haben sie eine Schlitzpupille. Das muss man nicht das Gleiche. Jetzt erinnere ich mich. Ja, aber du merkst halt später, Pupille. Es gibt viele Leute, die bringen nicht den Mut auf, den Schlangen erst so lange ins Auge zu schauen, ob sie eine runde Pupille haben. Ja, aber er hat schon den Mut.